Heute ist es wieder Zeit für ein neues Video. Und wie ich schon in meinem letzten Video gesagt habe, es ist demnächst mal Frühling und es kommt schon langsam wieder die Osterzeit. Und dementsprechend dachte ich mir, ich zeige euch ein paar spezielle Osterdekorationsmöglichkeiten, was das Häkeln betrifft, und zwar verschiedene Ostereier, was ihr für verschiedene Muster machen könnt, und noch das, so das eine oder andere zum Thema Ostern. Gut, also heute starte ich mit eben Ostereiern. Sie sind ähnlich wie normale Eier zum Häkeln, wie ich schon mein Video gemacht habe. Ich habe es nur etwas leicht verändert. Und wie ihr seht, sind sie etwas kunterbunt. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe so gemischte Wolle, die man von Haus aus kaufen kann. Da gibt es verschiedene, zum Beispiel die mit rosa und lila Tönen, mit blau und türkis, grünliche Töne und rot. Sie schauen meistens dann so aus, wenn man sie kauft. Und je nachdem, was man aus ihnen macht, es müssen ja nicht immer nur Mützen und Schals sein, es können eben auch Ostereier sein. Und ich muss zugeben, ich bin verrückt nach denen und habe mir dieses Mal auch noch eine andere, und zwar eine blaue noch dazu bestellt. Ich versuche mal alle durch, die es gibt. Und dachte mir, mit der Blau zeige ich euch, wie man eben so ein Osterei macht. Es ist eine ganz normale, jetzt nicht dünne, sondern mitteldicke Wolle, würde ich sagen. Ideal für die Nadelstärken 3 bis 4. Und ihr könnt natürlich auch die Ostereier mit feinem Garn machen. Werden vielleicht etwas kleiner ausfallen, aber schauen bestimmt genauso schön aus. Man kann ja auch ganz normale Wolle hernehmen. Bei einer dickeren Wolle werden sie etwas größer. Und eben bei dieser hier sind sie schön handgroß. Gut, dann reden wir nicht länger und starten einfach mal. So, ich habe mich für das Mittelmaß entschieden und häkle die Eier mit der Nadelstärke 3,5 und mache eben jetzt ein blau, also dunkelblau, hellblau und weiß gestreiftes Ei. So ziemlich, oder gemustertes Ei. So, wir fangen an mit einem magischen Ring und in den machen wir dann 6 feste Maschen hinein. So, also, so, eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Dann den magischen Ring zusammenziehen. So. Und dann gehen wir gleich rauf auf 12 feste Maschen und dazu verdoppeln wir jede Masche. So. Und zwar 1 und 2, 3 und 4. 5 und 6. Sieben und 8. 9 und 10. Und das letzte Mal verdoppeln 11 und 12. So, da sind wir auf 12 feste Maschen. Und dann geht es gleich weiter hoch auf 18 feste Maschen. Und dazu verdoppeln wir jede zweite. Also 1, dann verdoppeln. 2 und 3. Dann wieder eine normale Masche. 4, dann wieder verdoppeln. 5 und 6. Dann 7. Dann wieder verdoppeln. 8 und 9. Dann normale Masche 10, dann wieder verdoppeln. 11 und 12. Normale Masche 13, wieder verdoppeln. 14, 15, dann wieder eine normale Masche 16 und das letzte Mal verdoppeln. So sind wir auf 18 feste Maschen. Dann geht es weiter hoch auf 24 feste Maschen. Dazu jede dritte verdoppeln. Und das Ganze 6 Mal. Also 1,
2 und verdoppeln. Das war das erste Mal. Dann wieder 1, 2 und verdoppeln. Das war das zweite Mal. Dann wieder 1, 2 und verdoppeln. Das war das dritte Mal. Dann 1, 2 und wieder verdoppeln. Das vierte Mal. Dann wieder 1, 2 und verdoppeln. Fünfte Mal und das letzte Mal. 1, 2 und verdoppeln. So, sind wir auf 24 feste Maschen. Und bei dem bleiben wir und machen eine separate Runde mit 24 festen Maschen. So, die separate Reihe ist fertig und es geht nochmal hoch auf 30 feste Maschen und dazu jede vierte Masche verdoppeln. Und das Ganze wieder sechsmal. 1, 2, 3 und verdoppeln. Das erste Mal, noch fünfmal. 1, 2, 3 und wieder verdoppeln. So, das war das zweite Mal. Dann wieder 1, 2, 3 und verdoppeln. Das dritte Mal. Dann 1, 2, 3 und wieder verdoppeln. Das vierte Mal. Und dann noch zweimal. 1, 2, 3 und wieder verdoppeln. Das fünfte Mal und jetzt kommt das letzte Mal. 1, 2, 3 und verdoppeln. So, und so sind wir auf den 30 festen Maschen. Und bei denen bleiben wir jetzt und machen 5 separate Reihen mit je 30 festen Maschen. Dadurch kommen wir eben dann auf diese Gesamtgröße. Wer möchte, kann natürlich mehr oder weniger Reihen machen. Gut, aber ich mache jetzt die 5 separaten Reihen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die 5 separaten Reihen sind jetzt fertig. Und das Ei ist quasi schon halb fertig. Und man erkennt schön die Farbveränderungen mit den dunkelblauen und den hellblauen. Finde ich, schaut ganz niedlich aus. So, aber wir gehen jetzt von den 30 festen Maschen wieder runter und zwar auf 24. Dazu nehmen wir jetzt jede vierte Masche ab. Also, das Ganze wieder sechsmal. 1, 2, 3 und eine Masche abnehmen. So, einmal. Jetzt kommt das zweite Mal. 1, 2, 3 und eine Masche abnehmen. So. Jetzt kommt das dritte Mal. 1, 2, 3 und eine Masche abnehmen. So. Und das vierte Mal. 1, 2, 3 und wieder eine Masche abnehmen. Und noch zweimal. 1, 2, 3 und eine Masche abnehmen. Und das letzte Mal. 1, 2, 3 und eine Masche abnehmen. So, das waren jetzt 6 Mal und wir sind auf 24 feste Maschen runter. Und bei dem bleiben wir noch ganz kurz und machen jetzt 2 separate Reihen mit je 24 festen Maschen. Gut, die 2 separaten Reihen sind fertig. Und man sieht schon, dass das Ei fast schon fertig ist. Gut, jetzt müssen wir von 24 festen Maschen auf 18 runter.
Und dazu jede dritte Masche abnehmen. Und das Ganze wieder sechsmal. Also, eins, zwei und abnehmen. Drei. So, ne? Das war das erste Mal. Eins, zwei und wieder abnehmen. Das zweite Mal. Eins, zwei und wieder abnehmen. Ne? Die Wolle mag mich nicht. So. Das war das dritte Mal. Eins, zwei und wieder abnehmen. Das vierte Mal. Eins, zwei und wieder abnehmen. Das fünfte Mal. Und jetzt kommt das letzte Mal. Eins, zwei und wieder abnehmen. So, gut, jetzt sind wir auf 18 feste Maschen runter. Jetzt kommt eine separate Reihe mit 18 festen Maschen. Und wer möchte, kann nach der separaten Reihe das Ei schon mal mit Füllwatte ausstopfen. So, ich habe jetzt mein Ei nach der separaten Reihe gleich mit Füllwatte ausgestopft. Und es schaut doch schon mal ganz gut aus. Jetzt fehlt nur noch der Deckel. Also machen wir das Ei zu. Und zwar gehen wir von den 18 festen Maschen auf 12 runter. Und dazu nehmen wir jetzt jede zweite Masche ab. Und das Ganze wieder sechsmal. Also. Moment. So. Einmal. Dann das zweite Mal. Immer jede zweite Masche abnehmen. So, dann das dritte Mal. So. Jetzt kommt das vierte Mal. Ne? Jetzt das fünfte Mal. Und das letzte und sechste Mal Masche wieder abnehmen. So, und wir sind noch von 18 festen Maschen auf 12 runtergegangen. Und wer das Ei jetzt noch nicht ausgestopft hat, den rate ich es auf jeden Fall jetzt auszustopfen. Ich muss jetzt noch ein wenig nachstopfen, sonst ist da oben zu leer. Und dann machen wir das Ei gleich zu. So, gut, und jetzt geht es weiter von den 12 festen Maschen auf 6 feste Maschen. Dazu jetzt jede Masche abnehmen. Das Ganze wieder sechsmal. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal, so. Und sechsmal, so. Und dann, Moment, sechsmal, so, jetzt bin ich da. Und dann mache ich einfach mit einer Kettmasche zu. Ich lasse eine feste Masche aus, stiche in die nächste rein, eine lasse ich dann wieder aus und mache es quasi mit einer Kettmasche das Ei dann zu. Also bei den drei festen Maschen steche ich jetzt einfach in die letzte rein. Gut, dann Faden abschneiden und sichern. Und unser Ei ist so gut wie fertig. Ein bisschen formen, dann beide Fäden noch vernähen und das nächste Osterei, die nächste Osterdekoration ist somit dann fertig. Gut, ich habe jetzt beide Fäden vernäht. Und somit kann das Ei zu den anderen wandern. So, goldene Mitte. Und meine erste Osterdeko ist fertig. Wer Lust hat und zufällig so eine gemischte Wolle zu Hause hat, der kann sie ganz leicht nachhäkeln. Ihr könnt natürlich das auch mit ganz normaler Wolle häkeln, einfach einfarbig oder
Man könnte auch Streifen reinmachen. Das werde ich euch im nächsten Video zeigen, wie man so ein gestreiftes Ei macht. Oder einfach ein ganz simples Ei mit zum Beispiel Punkten oder so drinnen. Das erfahrt ihr dann im nächsten Video. Aber das war jetzt einfach so eine ganz einfache Version von einem Ei. Etwas größer wie ein ganz normales Frühstücksei für einen Kaufladen, wo ich euch schon mal gezeigt habe. Und einfach mit einer gemischten Wolle. Und ich finde, das macht einfach ein bisschen mehr her, wie wenn man so nur einfarbig häkelt. Aber es ist Geschmackssache. Gut, also das war jetzt mein erstes Oster-Deko-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr häkelt wieder fleißig nach. Und wir sehen uns ganz bald wieder.